Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Kansas Event hier im American Truck Simulator. Wir stehen hier immer noch beim Schlafplatz bei der Namik-Mine in Pittsburgh. 10 von 14 Aufträge habe ich bereits gefahren, das heißt, 4 Schalte fehlen noch. Das ist einmal Hayes, Emporia, Hutchinson und Merriwell, und wir schauen mal, ob wir was dorthin haben. Emporia ist eventuell sogar schon zu nah, und Emporia hat sogar schon einen von zwei Schneeflocken. Emporia haben wir aber nicht hier. Hey, sieht auch nicht gut aus, oder? Nee, sieht auch nicht gut aus. Nach Hutchinson. Und dann ist nur noch Marysville ausstehend, oder? Ja, doch. Hayes hatten wir nicht, Hutchinson haben wir, Emporia hatten wir auch nicht. Und vielleicht noch nach Merriwell. Nee. Ein einziger Auftrag, der möglich ist. Das ist eine noch schwerere Fracht als beim letzten Mal. Nämlich diesmal ein 89.000 Pfund schwerer Bulldozer, den wir dann von der Namik-Mine in Pittsburgh zur Namik-Mine in Hutchinson fahren. 235 Meilen, sogar ein etwas längerer Auftrag, in Anführungszeichen, so für die Verhältnisse. Gut, 235 Meilen, auch nicht ganz so viel. Das heißt, wir fahren gleich nochmal auf die Waage. Aber erst wollen wir natürlich den schweren Bulldozer ab. Ist das eigentlich eine Nachtfahrt? Ja, später haben wir es eigentlich. Ja, gut, es wird eine Nacht in den Tag rein, genau. Eine Fahrt in den Tag hinein. Dann können wir ja mal vergleichen, wie die Mine dann in Hutchinson ist. This is where it ends. Da haben wir das schöne Ding. Ich bin jetzt eigentlich gerade lauter als sonst. Oh, kommt mir das nur so vor? Nee. Kommt mir nur so vor. Dann schauen wir uns mal die Fracht an. Oversize-Ladung. Wir haben natürlich Blinklichter oben. Die kann ich jetzt noch anmachen. Dann würde ich sagen: Abfahrt 235 Meilen nach Hutchinson. Eine ziemlich lange und ja gut, eigentlich nicht wirklich breite Fracht. Sie ist halt nur lang. Aber wobei, sie steht ein bisschen über. Schauen wir mal, was die Waage sagt. Fahren wir jetzt doch einfach mal drüber. Gut, wir können zwar nicht sehen, aber wir tun einfach mal so, als ob wir das dann sehen, wie das Gewicht auf den Achsen ist und so weiter und so fort. Sie können ihr Fahrzeug für 10 Euro Dollar wiegen lassen. 131.000 Pfund Gesamtgewicht. Und immer noch eine Check Engine Light, die ist immer noch am Leuchten, aber warum sollte sie auch nicht leuchten? Wir haben ja nichts hier geändert. Ich muss mal sagen, einfach weil es hier noch so ein holpriger Weg ist, fahren wir einfach mal mit 20 Meilen hier runter.
Den Sternenhimmel ist einfach schön. Kann man nicht anders sagen. Falls ihr jetzt gerade ein Klicken gehört habt, das war nicht die Maus, sondern das war jetzt gerade einmal der Controller. Diesmal weiß ich zumindest, dass es der Controller war, aber sonst war es halt auch nie der Controller und es klang wie ein Klicken der Maus. Ich habe mich ja schon gefragt, ob es einfach irgendwie, keine Ahnung, Geräusche sind, die ich irgendwie mit dem Mund gemacht habe, beim Schlucken oder whatever, oder anfangen wollen zu reden, aber das kann eigentlich auch nicht sein. Ich habe keine Ahnung, wo das klickende Maus herkommt. Das wäre auch mal interessant zu sehen, kann ich vielleicht mal jetzt heute beim Aufnehmen und beim Editieren dann gleich achten. Weil ich jetzt zum einen dieses Video aufnehme und dann das andere Video, die ja beide. Ich nehme beide einen Tag vorher gerade auf. Kann ich ja quasi mal direkt vielleicht sogar vergleichen beim Editieren. Endlich fährt er. Und wir können auf die Autobahn. Das wäre dürfen. Nicht auf der Autobahn, wir sind in Amerika. Wir können dann auf die Interstate wahrscheinlich. Genau, ich könnte ja nochmal gucken, wie unsere Strecke ist. Aber was mache ich, wenn wir jetzt wirklich drauf sind? Und rum sind, besser gesagt. Das verengt sich ja jetzt hier eh nochmal. Wir fahren aus Pittsburgh raus und dann eigentlich Highway. Bis nach Wichita und dann einen ganz kurzen Abschnitt Interstate. Nach Hutchinson. Beschleunigen wir mal auf 55. Wann sind wir denn ungefähr da? Wir sind ungefähr kurz vor 6 da. Wieder schon ein Bahnübergang. Jede Ampel ist natürlich jetzt belastend. Wieder uns hochkämpfen müssen. Denn auch wenn der Volvo stark ist, auf alle Fälle stärker als der DAF beispielsweise, ist das der stärkste LKW? Gestern bin ich zur Garage gegangen, nicht zum LKW, den wir haben. Nee, es ist der schwächste sogar. Aber er hat schon das Beste vom Besten drin. Das heißt, hat noch umso mehr zu kämpfen. Es kann natürlich auch sein, was ich natürlich nicht weiß, das Check Engine Light, das leuchtet ja, weil es ja ein brauner LKW ist. Kann natürlich auch sein, dass er halt mehr Power hat, wenn er komplett restauriert ist. Neue Teile hat und so. Kann natürlich auch sein. Das weiß ich natürlich nicht, wie sehr das jetzt hier spielmechanischen Effekt hat. Wäre ja mal interessant zu wissen. Kann natürlich sein, dass es auch im Artikel drin stand, ob es das tut oder nicht. Ob es einen Effekt hat oder nicht, aber ich habe es einfach. Es wäre dann nicht so hängen geblieben. Ja, man merkt, da hat auch schon der Volvo echt zu kämpfen. Kommt nicht in eine Pötte. Wahrscheinlich, wenn wir kurz vor der Höchstgeschwindigkeit sind, dann kommt wahrscheinlich eine Kreuzung. Und danach halt
die Interstate Richtung Hutchinson Swing. Beziehungsweise ist eigentlich da jetzt hoch. I don't know. Ich würde gerade sagen Junction City. Passt das? Geht das nach Junction City hoch? Okay, wir haben so gar keine Kreuzung, aber da war es wahrscheinlich langsam. Ja doch, es wird die ja, nach Sedina bzw. Junction City. Junction City. Geht in der State gen Norden. Meine Güte. Einfach viel zu wenig getrunken heute. Aber halt auch wirklich. Eigentlich habe ich heute gar nichts getrunken, wenn ich mal ehrlich bin. Wir haben es mittlerweile. Gleich 11 Uhr abends. Das sollte man mal nachholen, ne? Nehme alles zurück. Wir kommen auf die 65. Habe ich ja nicht mehr wirklich mit gerechnet, wobei eigentlich ja gut. Hätte ich schon gerechnet können, als ich dann kurz diesen Freeway-Abschnitt gesehen habe. Auf alle Fälle auf die 65 kommen. Und dann wird es auch wieder enger. Schon wieder ferne Silo. Oh oh. Sogar mit einer Ampel. Eine Baustelle mit Ampel. Ja. Da bin ich gerade nicht mehr sicher, ob ich jetzt die Feststellung gelöst habe. Die Emergency Break. Das war die Parkenbreak, ist es ja. Will er nicht mehr rüber? Ich wollte schon gerade sagen. Es wäre nett, wenn ich noch mit rüberkomme. Ja. Was ist denn los? Ja. Toll. Und weiter geht's. 142 Meilen noch. Bis Hutchinson. Sind wir bisher nur vorbeigefahren. Ja, wollen wir nochmal abbremsen? Wollen wir nochmal stehen bleiben? Wollen wir noch ein Käffchen trinken? Sind das jetzt Strommasten oder sind das Telefonmasten? Wahrscheinlich Strommasten. Stay left and then continue straight. Aber natürlich weiter geradeaus Richtung Wichita. Was ist eigentlich mittlerweile so der beste LKW, oder wenn es halt beispielsweise wie jetzt der International und der, ja, was war das andere?
der Freightliner, die ja 605 PS starken Motor drin haben. Gibt es da noch bessere, vanillamäßig? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ob das schon so top of the top ist? Oder ob andere LKWs sogar die Möglichkeit haben für einen besseren Motor. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Nicht dem Navi vertrauen, weiter und geradeaus fahren. Die Kurve sollten wir mitnehmen. Ja, langsam vielleicht die Sonne, die bahnt sich schon ein bisschen an, würde ich sagen. So ganz leicht erkennt man, dass Tag wird. Schön weiter mit 65 Miles per Hour. Bald ein vergessener Budgetter. Es sei denn, wir werden wieder ausgebremst, ein bisschen eine Vollbremsung beginnen, wenn wir wieder eine Baustelle kommt. Aber das sieht ja alles ganz gut aus gerade. Hier waren wir sogar schon mal gewesen. Und auf 60 Miles per Hour. War sein Schild? Ja, ich habe das nicht gesehen. Da habe ich genau gerade da auf. Zwar auf die Karte geguckt, aber. Nicht. Ja gut, ich habe versteckt in dem Moment auf die Karte geguckt. Weil ich gesehen habe, dass ich hier schon mal da gewesen bin. Weiterhin mit 60. Gut, wahrscheinlich. Ja gut, das ist halt wahrscheinlich. Das sind halt bei Wichita. Deswegen Exit Only nach Salina. Auf die Interstate. Es geht dann wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen weiter runter. Bleiben wir bei der 60. Wir bleiben bei den 60. Gibt auch keinen Grund, langsamer zu werden. Wir fahren weiter mit 60. An Wichita vorbei. Lassen Sie Wichita links liegen, links und rechts. Da war jetzt ein bisschen zu nah. Aber ich muss halt auch raus. Also in der mittlere Spur. Bist du mal mit den Schildern unterwegs, 60? Da fängt das Auto leicht an zu bremsen. Steigt bloß auf die Bremse. Unfall. Müssen uns rechts halten. Machen wir das doch schon mal vorher. Müssen wir uns links? Ne, wir müssen uns links halten. Ist ja manchmal schon ein bisschen verwirrend. Empfohlene 55. Ja, empfohlene 50 sogar nur.
Lampe mal 55. Das passt. Zu viel gelenkt. Das ist fast schief gegangen. Dann fahren wir wieder außerhalb von Hutchinson. Und ich war bei der North American Mines and Quarries ab. Schön mit dem Morgentau. In den Feldern, den agrarwirtschaftlichen Gebäuden und Flächen und einfach dabei der Morgentau, der Dunst des Morgens. Stay right and then exit right. Stay right, and then turn right. Turn right. Ja, bist zu stark in Eisen gegangen. Aber wir sehen ja jetzt auch so wenig. Da kommt nichts, sehr schön, da können wir fahren. Ich brauche ein bisschen mehr Platz, zumindest fürs Abbiegen. Erst auch mal in Hutchinson, 13 von 14, The Sunflower State. Es fehlt nur noch Marysville für das Achievement. Denn durch Hayes sind wir schon zweimal durchgefahren, glaube ich. Und durch Emporia auch zweimal. Also mindestens zweimal. Oh. Und dann dürften wir hier auch sogar auch nicht, wenn wir hier hinliefern. Bitte abbiegen, danke. Wir sind hier bei Ken Salt. Hier haben wir die Unter- oder die Underground Mine von den Salin Depots. Ist das sogar von der. Gehört das sogar zu Normic Mine? Also zu vorbei. Wir werden wahrscheinlich doch zu Normic dann gehören, ne? Ist ja gut. Nein, das wollte ich nicht. Ja, scheint dann wohl Teil zu Normic gehören. Teil von Normic zu sein. Let's do this. Das war es doch gewesen, oder? Oh. Gerade ist rumgekommen. Ich meine schon. Sieht zumindest stark danach aus. Ich weiß nur noch nicht ganz, wo ich hin soll. Aber schön mit den ganzen Waggons und so weiter. Würde man doch schon mal gerne wissen, wo jetzt. Wo jetzt abladen soll. Ich glaube, ich fahre da gerade richtig hin, oder? Hm.
Irgendwie doch da hinten. Okay. Okay, ich wollte gerade. Oh. Es war so klar, dann machen wir eine Ehrenrunde. So, dann müssen wir also hier nach hier vorne. Und direkt bei dem Pfeiler rein. Irgendwie. Glaube ich. Rein rum, nee, noch nicht. Es war ein Stück hier noch davor. Also es war zwar die. Da wo wir schon gerade eben gewesen sind, nur jetzt irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Muss man jetzt rückwärts rein? Muss ja. Dann fahren wir denselben Weg nochmal, weil das so schön war. Es sind noch so immer Wege, wie man vorwärts reinfährt. Ich bin gerade ein wenig verwundert. Der Weg ist ein bisschen schmal. Oder kommt man da irgendwie doch noch lang? Nee. Der einzige Weg, wo wir da irgendwie hinkommen würden, wäre quasi hier um das parkende Auto rum. Wo das parkende Auto mit dem Weg steht. Also eigentlich rückwärts. Mit. Ja. Mit zwei, wie war nochmal Trolleys oder so? Ja, ich sehe das nicht wirklich machbar. Ich sehe mich das nicht machen. Just saying. Aber probieren wir es mal. Einfach weil dieses verdammte Auto da halt mit dem Weg steht. Ja, ist ja gut. Können Sie mir auch ruhig wegpacken, weil Sie mich hier hinstellen. Ja, Schnauze jetzt. Okay, das war, ist ja doch easy machbar. Muss man vielleicht noch später im Nachhinein noch ein bisschen manövrieren. Aber ich glaube, das wird angenommen werden. Nicht? Okay. Mal das hintere Ding, das weiß keine Probleme machen. Aber das Ganze so schön war, noch mal eine Runde neu. Ich mach mal eine Runde und dann probier's noch mal. Vielleicht ein bisschen näher an der Wand ran.
Machen wir schon mal hier ein bisschen mehr aus. Wenn wir schon mal ein bisschen mehr rum sind. Fahren an denen nah dran vorbei. Holen mal ein bisschen aus. Ein bisschen zu weit vorwärts. Komme ich noch rum? Ich glaube nicht. Ah, geht doch. Dann laden wir mal ab. So, this should be heavy, 5 von 9. Ausgezeichnet, ein schwerer Bulldozer von Pittsburgh nach Hutchinson geliefert. Gefahrstrecke 237 Meilen, Dauer 34 Minuten. Knapp 38 Gallonen verbraucht. Das war der 140. erledigte ATS World of Trucks Auftrag. Es gab dafür 16.000 Dollar und 476 Erfahrungspunkte. Dann gucken wir mal. Okay, das wollte ich eigentlich nicht unbedingt machen müssen. Dann gucken wir mal kurz, wo wir. Okay, wir können ja direkt hier am Pferd quasi pennen. Ich gucke einfach mal spaßeshalb, ob wir vielleicht irgendwie sogar schon einen Auftrag haben, der irgendwie 24 Stunden lang ist oder so, nach Hayes. 16 schon Auftrag. Könnte so noch da sein. Morgen dann. Wahrscheinlich nicht. Emporia habe ich jetzt nicht gesehen. Und Marys wohl auch nicht. Aber da ich morgen wieder aufnehmen werde, werden wir es dann morgen sehen, wie dem so ist. Die brauchen wir nicht mehr. Und wie wir jetzt hauen, sollten wir nicht fahren. Da noch mehr raus und schlafen dann das war jetzt unnötig. Schlafen wir quasi da beim. Ja, das ist wahrscheinlich sein Visitor Center oder so. Fällig ist für mich gerade so. Wirkt zumindest so. Groundbound. Ja, wird wahrscheinlich. Ja, wobei. Könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest ist. Vorschein, Kollege. Und mit dem Zug hinter uns verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten American Truck Simulator Cruising Kansas Event Video wieder.